Das ist kein Tannenbaum. Nee, das war kein Tannenbaum. Nee. Ich wusste schon, dass ich nicht sicher war, was dieser Baum war. Deshalb, was habe ich gemacht? Ich habe meinen Nachbar getroffen, der eh einen Schrebergarten hat, der kennt sich aus. Habe ich ihn gefragt, ist das ein Tannenbaum? Er sagte mir, nein, das ist ein Lärchenbaum. Oh, Lärchenbaum. Also, war ich dann zufrieden mit der Antwort? Ja, fast. Was habe ich gemacht? Ich bin später ins Internet und habe das nochmal nachgeprüft, ob das ein Lärchenbaum ist. Und tatsächlich, ich habe die Google Images, die Bilder gesehen und das war ein Lärchenbaum. Ähnlich wie ein Fichtenbaum, aber ein Lärchenbaum. Ich habe die diversen Bilder angeschaut und war dann 100% zufrieden und hatte einen Seelenfrieden. So sollte man Informationen nachprüfen. Immer nachprüfen, egal von welcher Quelle es kommt. Apropos nachprüfen, ich habe mir die neueste News da angeschaut und gelesen. Der ehemalige Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen. Man kann halten von ihm, was man will. Wenn er etwas anspricht, dann sollte man sowas auch, also die gleichen Interessen anspricht, sollte man sowas supporten. Wie zum Beispiel hat er die Abschaffung von den öffentlichen Rundfunkgebühren gefordert, also Abschaffung von der GEZ. Finde ich toll, klasse. Sein Tweet sollte man liken, supporten, teilen, teilen, teilen. Man sollte dahinter stehen, was der Maaßen da geschrieben hat. Er hat gesagt, sollte nicht mehr als 1 Euro kosten, sowas. Völlig richtig, würde ich auch so machen. Dieser Mann hat eine hohe Position gehabt, jetzt ist er in Rente. Man sollte immer, wenn eine hohe Position oder eine ehemalige hohe Position sowas anspricht, was das Volk nicht mag, wie die GEZ, wenn er da diese Sachen kritisiert, sollte man sofort liken, supporten, müssen zeigen, wir haben die gleiche Interesse. Wir haben die gleiche Interesse. Wir wollen diese GEZ abschaffen oder wenigstens 1 Euro. Egal, was das für eine Person ist. Die Interesse, es geht um die Interesse. Das ist die Kunst der Diplomatie.